Die berühmte Inselfrage. Auf eine einsame Insel verbannt, sagen wir auf die Teufelsinsel vor der Küste Französisch-Guyana. Und ich dürfte nur ein Buch mitnehmen. Es wäre der Moby Dick von Herman Melville. Ein dicker Roman ohne eine einzige Liebesgeschichte, ja, nicht mal eine einzige Frauenfigur spielt mit. Wie spannend kann das sein? Ich bleibe dabei. Moby Dick, jener Roman-Koloss aus dem Jahr 1851. Es ist die Geschichte von einer verrückt anmutenden Jagd auf einen mythischen weißen Wal in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Wal, der einen Namen trägt und der Schrecken der Seefahrer ist, Moby Dick. Sein Verfolger ist selbst eine faszinierend schreckliche Figur, Kapitän Ahab, der einst im Kampf mit dem Monster sein Bein verloren hat und seitdem eine Prothese aus Walknochen trägt. Er versammelt um sich eine bunte Mischung aus Harpunierern und Seeleuten aus aller Herren Länder, die reiche Beute machen wollen und Pottwale jagen. Diese Tiere waren schwimmende Rohstoffbehälter, denn aus ihrem Fett gewann man Tran, vor dem Petroleum der Brennstoff, mit dem man Licht in die Welt brachte. Umso länger die Fahrt auf der Pequod dauert, desto bewusster wird einigen Männern, dass sie sich einem wahnsinnigen Teufel anvertraut haben, den nicht der Walfang an sich, sondern die Rache antreibt und alle in die Katastrophe führen wird. Andere folgen ihm blind wie einem Leithengst, einem Führer. Aber das ist nur der Plot, eine düstere und dramatische Abenteuergeschichte, und wäre er dabei geblieben, dann hätte Melville damit möglicherweise einen Erfolg landen können. Aber bei seinem Erscheinen sind die Kritiker wenig begeistert. Sie halten dieses ganze 800 Seiten Ungetüm für einen gescheiterten Roman. Ein Roman, der gegen jede Regel verstößt. Keine Heldengeschichte, keine Romantik, keine Frauenfiguren. Ein Roman ohne Liebe und ohne Hoffnung. Ein Roman, der seitenlang das dreckige und nun wirklich höchst unappetitliche Geschäft des Walfangs schildert. Eine zusammengewürfelte Männergesellschaft, kaum eine Figur, mit der sich der Leser, geschweige denn die Leserin, identifizieren mag. Naja, vielleicht der Erzähler Ishmael. Oder vielleicht auch ein bisschen Starbuck. Und was sollen diese ständigen Unterbrechungen, diese ständigen Exkurse? Immer wieder unterbricht Melville die packende Story und webt darin ein, verschiedene Exkurse, Abhandlungen über den Walfang, Auslassungen über Naturgeschichte, wissenschaftliche und philosophische Traktate. Später fand man dafür eine Bezeichnung: enzyklopädischer Stil. Ein Sachtext? Ist das überhaupt ein Roman? Was für eine seltsame Mischung. Das hat es noch nie gegeben, das wird auch nicht gewünscht. Was soll das? Moby Dick wird ein Ladenhüter und eine, nein, die Enttäuschung für seinen Autor. Melville ist als Schriftsteller gescheitert. Erst über 70 Jahre später, Melville ist in Armut gestorben, entdeckt man den Roman neu. Mittlerweile befinden wir uns in der literarischen Moderne. Man liest James Joyce, der die engen Grenzen des Erzählens sprengt. Die Poetik ist eine andere geworden. Sie hat sich befreit vom strengen Regelwerk. Die Leser sind offen für etwas Neues. Und mit dem Ersten Weltkrieg, da hat sich die alte Kunst ohnehin abgelebt. Man sucht nach dem Neuen, man sucht nach dem Ungewöhnlichen und man entdeckt den Moby Dick neu. Man entdeckt vor allen Dingen, was für ein Kunstwerk. Es kam halt einfach nur zu früh, um schlappe 70 Jahre. Lasst ihn uns neu entdecken, den weißen Wal. Lasst uns eintauchen in die uns völlig fremde Welt. Lasst uns die Meeresluft riechen und uns verzaubern lassen von einem der ungewöhnlichsten Erzähler der Weltliteratur. Seid offen, macht euch frei von irgendwelchen Erwartungshaltungen, denn denen wird er nicht entsprechen. Er wird euch enttäuschen im Wortsinne. Er wird euch begeistern, denn das ist kein Roman, das ist ein Kosmos. Und demnächst wird es hier auf diesem Kanal noch einiges mehr zu diesem Kosmos geben.